Oh, ich finde das so süß. Okay. Aber ich bin schneller. Was? Ja, ich kann es komplett auch versauen, ne? Das... Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dama Rip und... boah, Alter. Endlich mal wieder ein Video zu machen. Ist wunderschön. Es ist wunderschön, hier wieder zu sein, Videos zu machen. Ich muss, glaube mal, die... Nee, das wollte ich gar nicht. Ah, nein. Ich wollte die Optionen. Ich wollte die Audio ein bisschen kleiner schrauben, Leute. Gott. Was ich sagen wollte, es ist einfach schön, wieder hier zu sein, schön, wieder Videos aufzunehmen, weil... Ach komm, ich sag's einfach gleich. Und zwar war ich letztens sehr angeschlagen, krankheitsbedingt. Denn ich habe vor circa jetzt fast 4 Wochen oder so, direkt zu meinem Geburtstag, eine Angina bekommen, was nicht so angenehm war. Falls jetzt Leute nicht wissen, was das ist oder können nichts mit dem Begriff anfangen. Eine Angina ist, sagen wir mal, eine fortgeschrittenere Version von Halsschmerzen. Nur, dass deine Mandeln hinten im Hals so Eiterpusteln, so Eiterpünktchen entwickeln. Und das dann einfach richtig schmerzt. Und ja, man musste auch noch mit mir dann an meinem Geburtstag abends dann noch in die Notaufnahme, weil einfach die Schmerzen unerträglich waren. Und zum Glück war da aber halt auch gleich, wie der Zufall will, eine HNO-Ärztin, die mich halt sofort untersucht hat, mir sofort Antibiotika gegeben hat. Und ja, ich dann... ein bisschen halt mich dann besser gefühlt habe. Aber man hört es vielleicht auch jetzt noch ein bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen Schnupfen bekommen und wollte aber trotzdem hier Videos aufnehmen, weil mir geht es eigentlich gut und ich habe halt nur noch so ein bisschen zu kämpfen mit ein bisschen Husten und halt mit dem Schnupfen. Aber sonst geht es mir wieder gut und deswegen starten wir auch jetzt mit dem Video. Denn Leute, heute... wollte ich mir mal das Spiel Alpaca Stacker mit euch anschauen. Worum geht es in dem Spiel? Das, was ich bei Steam gesehen habe, ist einfach, du spielst ein Lama. Oh Gott, bin ich dumm. Du spielst einen Alpaca. Oh Gott, es fängt schon an. Ein Alpaca auf einer Insel und musst anscheinend irgendwelche Sachen machen. Ich glaube, auf dieser Insel, das ist wie so eine Art Mini-Farm, wo halt dieses Alpaca lebt. Und das Spiel soll auch wirklich nicht zu lange gehen. Ich habe wirklich nicht so viel gesehen, damit ich komplett hier blind reingehe. Eine Sache habe ich aber vorhin noch bemerkt, und zwar kann man das Spiel mit Controller spielen. Das Spiel wird komplett mit Controller unterstützt. Deswegen habe ich den auch schon hier bei mir liegen. Ich hoffe mal, das klappt. Wenn nicht, kann ich auch ganz normal hier mit der Tastatur und Maus machen. Alles gut. So. Jetzt, aber Leute, wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel. Let's go. Hä? Warum geht das nicht? Hä? Ich kann gar nichts mit dem Controller auswählen. Na gut, dann machen wir nicht mit dem Controller. Haha, Gott. Das fängt ja schon mal wieder sehr gut an, Leute. Oh Gott, Alter. Mein erstes Video seit Wochen. Dass ich hier das mal wieder aufnehme, Alter. Ja, ich drücke jetzt auf Start und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem heutigen Video. Okay, hier fängt es an mit einer kleinen Story. One day, Pastel Alpaca went to visit Mama Hen for a party. Also, an einem Tag hat Paz, das Alpaca, einen Besuch zu Mama Hen, also zur Mama Henne, gemacht. Für eine Party, die ansteht. Okay, was ist das für eine Party? Ich möchte mehr erfahren. At her farm, Paz met her children. Oh Gott. Ich kann mir schon gut vorstellen, was wir machen müssen. Also, auf ihrer Farm hat Paz ihre folgenden Kinder
getroffen. Chirpy, Chase, Cherry, Cheryl und Coco. Sie wollten... Was? They were all about to... Party... Achso, sie wollten gerade anfangen mit der Party als, Streusel. Als Streusel, das Eichhörnchen, auftauchte. nur wegen Eifersucht... brachte Streusel, oder... Nee, wie sagt man das? Auf jeden Fall verursachte Streusel... Nee... Verursachen ist jetzt auch nicht doof. Sprachen lernen, Bubble. Auf jeden Fall aus Eifersucht hat Streusel das Tor zu Mama Hennes Küken losgelassen, sodass sie verschwunden waren. Also der hat das Tor aufgemacht, die sind rausgegangen und alle so, wow! Okay. Und nun haben wir halt die Aufgabe, die kleinen Küken wieder zu Mama Henne zu bringen. Okay. Also müssen wir... Oh. Oh, süß. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich sterbe. Okay, das hier ist Mama Henne. Entschuldigung. Wie schon gesagt, Husten immer noch da. Sie sagt, alle meine, Kinder sind, bis jetzt noch nicht zurück. Warum, hat Streusel, also warum sollte Streusel das getan haben? War es wegen Eifersucht? Wer weiß, was mit meinen Kindern passieren könnte. Was? Chirpy? Could get lost looking for a place to sing. Also, Chirpy ist bestimmt an einem Ort, wo er singen kann. Okay, Chase läuft irgendwo frei herum. Cherry und Cheryl werden wahrscheinlich zu viele Äpfel essen. Und Coco might get stuck in some mud. Also, der bleibt in irgendeinem Dreck oder so stecken. Okay. Oh, pass. Bitte helf mir, meine Kinder wieder so schnell wie möglich zu bringen. Okay, machen wir, okay. Also waren das schon die Tipps in dem Sinne? Was steht denn hier? Okay, ich kann sprinten. Did you know you can tap um Karte? Achso, das ist gut. Karte, okay. Das sind meine Objectives. Singing somewhere, running around, bla bla bla. Und wir sollen dann nochmal mit Mama Henne reden, wenn wir alle gefunden haben. Okay. Dann würde ich mal sagen, was ist das hier? Okay, ich kann jumpen und ich kann sprinten. Okay, gut. Aber bislang sieht das Spiel echt cute aus. Ne, hier mit den Apfelbäumen in dem Sinne. So, ich denke mal... Oh, hallo? Das ist doch Streusel. Kann ich? Nee. Aber der beobachtet uns jetzt. Streusel, das Eichhörnchen, Alter. Das ist mal ein Name für ein Eichhörnchen. Streusel die... hier auch wieder. Ey, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel wie so eine Art Happy End hat. Dass sie das Eichhörnchen dann auch einladen und... Ach, mit E kann ich die Bäume shaken. Oh, da ist eins. Hallo? Das ist Cheryl. Burp. Wow, das waren ganz viele Äpfel. Okay, Cherry und ich hatten einen Esswettbewerb. Ich habe 103 gegessen und habe somit, glaube ich, gewonnen. Egal, was es gekostet hat. Ich brauche jetzt einen Ride nach Hause. Oh, süß! Und das ist mein erster Erfolg anscheinend. Found Cherry. Kann ich denn da jetzt... Nochmal? Okay, anscheinend nicht. Jetzt ist die Frage... Soll ich die alle zusammenbringen oder... Alle einzeln? Hier, was sagst du dazu? Kind? Hallo? Ich hab Kind? Ach so. Sie sagt mir nur, ja gut. Never mind, okay.
Dann soll ich gar nicht. Ach so! Doch, könnte ich schon machen. Okay, ich hab's verstanden. Hä, da ist doch gleich eins. Return the chicken to put... Okay, hier ist doch eins. Ich will das haben. Hallo? Das ist Coco. Hahaha, Mutt. Liebe Schmutz. Okay, wir haben's. Ja. Dann mache ich das mal gleich hier rein. Bevor noch irgendwas passiert. Okay, da geht's runter. Warte mal, wenn es da runter geht... Kann ich an diesen Kleinen auch schütteln? Könnte ich. Die Äpfel bringen mir aber nichts. Okay. Dann sind wir erstmal hier fertig. Dann würde ich sagen, wir... Wow! Okay! Ah! Okay, die sind selber so elastisch. Das ist so ein bisschen wie bei... wie bei Mario. Und da ist schon wieder Streusel. Der hier guckt. Okay. Ich höre eins. Warte mal. Wo bist du? Bist du hier? Nö. Ist hier noch was? Nee. Aber da ist schon wieder Streusel. Okay. Das wird bestimmt so sein. Kann ich auch die Dings schütteln? Nö. Aber das wird bestimmt so sein, dass halt... wir dann das sehen, dass Streusel halt eifersüchtig war und nicht eingeladen wurde zu der Party. Und wir dann halt sagen, ey, Kumpel, du kannst auch mitfeiern. Und ich habe da, glaube ich, schon unser nächstes Ziel gesehen. Oh, ich finde das so süß, wie er so mäht. Darfst du das nochmal sagen? Oh, ich finde das so süß. Okay, cool, cool, cool. So. Hier müsste... Ja, das ist die andere hier, ne? Richtig? Die Sherry. Darf ich? Hallo? Ja, Sherry. Uff! Es ist Pat! Ich bin so froh, dass du mich gefunden hast. Cheryl und ich hatten einen Ess-Contest. Ich habe 24... ich habe 24 geschafft. Ich wette, ich habe gewonnen. Kannst du mich mit nach Hause bringen? Ich werde es ihr unter die Nase reiben, okay? Wir haben jetzt Sherry gefunden. Und Streusel beobachtet die Angelegenheit hier immer noch. Okay, warte mal. Wir können nochmal Tab machen. Wir brauchen nur noch zwei. Sherpy ist irgendwo hoch, wo man sehen kann. Ich glaube, das wird hier irgendwo sein. Und er rennt irgendwo herum. Okay. Ach, da haben wir doch schon jemanden. Da komm her. Das ist Chase. Wow, du bist so fast. Cass. Okay. Wir heißen aber Pass. Egal. Was? Aber ich wette, du kannst mich nicht doch mal erwischen. Hä, doch. Hier. Hallo. Huff. Das war nur Glück. Aber ich bin schneller. Was? Huff, huff, wies. Du bist wirklich fast. Nimmt einen... was? Okay. Okay, wenn ich... also das war Spaß. Wenn ich größer bin, kann ich bestimmt noch... noch schneller rennen. Und dann werde ich gewinnen. Aber jetzt... könnte ich eine... eine Ride nach Hause bekommen. Oh Gott, wie die dann da aufeinander sitzen. Süß. Süß, süß. Okay. Okay, 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 okay. Der höchste Punkt... ist wahrscheinlich da oben. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz vorsichtig... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, ich schaff's kurz mal nicht. Wir werden aber jetzt mal den höchsten Punkt uns anschauen, weil dort sicherlich... Oh, fuck! Alter, war das ein Sprung. Okay. Wieso auch ausgerechnet... Einmal muss es passieren, Leute, oder? Einmal! Was ist hier unten? Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwelche Secrets hat. Oh, scheiße. Ja, ich kann es komplett auch versauen, ne? Das Oh Gott. Okay, wir machen es doch mal. Ja, was ich sagen wollte. Ich habe halt so gar keine Ahnung. Doch, da ist er. Da ist er. Ob das Spiel irgendwelche Secrets oder so hat?
Das kann ich im Moment doch nicht so sagen. Ich glaube aber, es gab 6 Erfolge bei Steam. Na gut, 6 Erfolge für jedes Küken. Plus dann vielleicht noch das Ende. Na gut, dann gibt es hier nicht so viel. Hey, Paps! Hast du meinen Song für Mama gehört? Ich kann es kaum erwarten, ihr ihn zu zeigen. Okay, wir haben alle. Das heißt, wir sprinten jetzt hier runter. Warte mal, wo muss ich da noch? Da muss ich hoch, ne? Whee, und dann erstmal Beine gebrochen. Gott. Okay, Streusel guckt immer noch zu. Kann ich denn hier am besten hoch? Ach, hier gleich. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann machen wir das doch mal. Bap, bap, bap. So. Ich bring dir mal deine ganzen Kinder zurück. Back home. Und damit waren es dann auch alle Erfolge, denke ich mal. Okay. After returning all was revealed. Okay, nach der Reunion mit ihren Kindern bedankt sich halt Mama Henne bei uns, dass das halt auch so viel Spaß war und bla bla bla. Streusel sah, dass sie halt noch glücklicher waren als zuvor und hat sich ganz alleine gefühlt. Oh, es kommt jetzt wirklich so, wie ich dachte, oder? Wir gucken mal weiter. Ja, wie ich es geahnt hatte. Mama Henne saß Streusel und ohne dass er sich halt sofort weggedreht hat, hat sie ihm halt eine Einladung gegeben zu der Party. Okay, und wie es halt geschah, haben dann Paz, Mama Henne, ihre Kinder und Streusel dann zusammen diesen Tag gefeiert. Ende. Okay. Richtig, richtig cute. Und sehr kurz. Ne, das hat man ja, hatte ich ja schon von Anfang an gesagt. Nee, aber cooles Game. Wirklich cool. Richtig, richtig cool. Spookolele Games. What? Spookolele Cakes. Was? Thanks for playing. Ja, das war's schon leider. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob die noch ein Spiel gemacht haben. Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das war ihr einziges. Schade. Wirklich, das ist echt cool. Das ist echt cool. Jetzt fällt mir gerade ein, was vielleicht auch noch cool gewesen wäre bei dem Spiel. Einfach, wenn man nicht nur das gehabt hätte, zu machen. Immer ich mit meinem Husten hier. Sondern halt auch andere Sachen, ne? Weil ich meine, ja gut, diese Insel ist zwar jetzt nicht sehr groß, aber man hätte auch andere Sachen machen können. Zum Beispiel auf Vorbereitung zu dieser Party, jetzt mal angenommen, ne? Wäre es halt so gewesen, dass halt, keine Ahnung, dass so vielleicht in Chaptern abgelaufen wäre. So kurze Chapter, wo es halt heißt, ja, für die Party brauchen wir halt noch irgendwie, keine Ahnung, 10 Äpfel, besorgt die mal. Und dann ganz zum Schluss würde halt das mit den Küken passieren. Und halt vorher würde halt auch immer noch Streusel das so halt so ein bisschen so steuern von wegen, ja, die wollen Äpfel, ich verstecke alle Äpfel auf der Insel. Oder halt wie jetzt zum Schluss, dass halt Streusel die ganzen Küken freilässt und wir die dann suchen. Und dass es dann halt doch noch das Happy End dann halt gibt, dass es dann halt alle feiern, alle glücklich sind. Das hätte ich mir auch noch gut vorstellen können. Aber das war's jetzt erstmal für dieses Spiel und auch für dieses Video. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen fetten Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert diesen Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr solche und auch andere Games hier nicht mehr verpasst. Und ihr dürft mich auch natürlich mal bei Instagram besuchen. Dort heiße ich da.ma.rip. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Also bis dahin, tschüss und macht's gut.